Herzlich willkommen zur Kurzandacht. Heute eine ganz andere Kurzandacht als sonst. Wir haben heute ein Gespräch. Ich freue mich, dass der Wolfgang Heilig-Achneck hier ist. Er ist Mitglied der Kirchengemeinde St. Lorenz, hier sehr aktiv auch. Und wir werden Frage und Antwort spielen rund um die Kurzandachten. Und am Ende natürlich auch ein Gebet, ein Segen auf den Weg in die neue Woche. Ja, liebe Claudia, los geht's. Digitalisierung ist in aller Munde und so entstand ja aus bekannten Gründen auch diese Form von Andachten. Gibt es Unterschiede für dich, für euch zwischen der analogen, herkömmlichen Kurzandacht in Präsenz in der Kirche und diesem Format? Das eine ist, dass wir deutlich konzentrierter und klarer diese Kurzandacht gestalten müssen, online. Wir reden in der Regel in der Kirche immer viel zu lange und da sind wir sehr gefordert, online-mäßig. Das muss knackig sein. Und natürlich hat man mit der Kamera andere Möglichkeiten, Themen aufzunehmen in der Kirche und Dinge zu fokussieren und zu zeigen. Ja. Kurzandacht klingt so ein bisschen altmodisch. Geht es eigentlich wirklich so ums Denken? Geht es nicht ein bisschen mehr ums Abschalten, ums Loslassen? Um darum den Geist wehen zu lassen, zu spüren? Es geht um beides. Also ich weiß, dass manch einer den Samstagvormittag ganz bewusst mit dieser Kurzandacht beginnt, als Start in den Tag. Das ist so ein Thema. Sich getragen wissen, einen Gedankenimpuls mitbringen oder mitnehmen und den Segen noch bekommen. Ich glaube, das geht ineinander über. Du bist ja nicht die Einzige, die Kurzandachten macht und gestaltet, weder analog noch digital. Welche Erfahrungen macht ihr im Team? Gibt es einen Austausch? Gibt es eine Art Auswertung? Also gerade die Anfangszeit war ja sehr intensiv, bis wir das Format entwickeln konnten, wo wir jetzt waren. Und ja, natürlich ist es immer wieder ein Lernen. Wie trete ich auf? Wie formuliere ich am besten? Wie komme ich am besten rüber? Vor allem auch mit unserem Kamerateam. Ist das immer wieder ein Lernen und das hat aber auch wieder Auswirkungen auf den präsenten Gottesdienst. Man überlegt sich die Sprache nochmal neu. Wie kann ich mit wenigen Worten sehr konkret werden? Ja. Gibt es so etwas wie ein besonderes Erlebnis, ein schönes Erlebnis im Zusammenhang mit speziell den Online-Andachten? Also wir haben schon oft und viel lachen müssen. Es gibt oft so Situationen, die dann natürlich rausgeschnitten werden müssen, leider, wo man nur noch lachen kann. Das ist schön, das macht die Sache sehr leicht auch. Ich bekomme öfters sehr nette Rückmeldungen und dann haben wir auch manche Drehorte, die einfach sehr Spaß machen, ob das jetzt auf dem Gerüst oben ist oder in den Lochgefängnissen oder mal auf dem Acker. Also das ist einfach toll. Jetzt würden wir aber auch gerne mal mit dir noch mal lachen. Hast du noch was auf der Pfanne sozusagen zu erzählen, wo es wirklich sozusagen rausgebrochen ist und es war lustig? Also ich stand am Altar und habe versucht, einen Segen zu sprechen. Und ich habe mich 3 oder 4 Mal so verhaspelt, dass ich habe die Finger nicht mehr richtig hingekriegt und auch den Segen nicht mehr. Und dann musste man einfach mal einen Cut machen und wieder neu anfangen. Also solche Dinge zum Beispiel. Ist doch immer wieder toll, dass auch in der Kirche Humor dann heikle Situationen dann einfach locker auflöst. Wenn heute dieses hier nicht ein Gespräch wäre, sondern in Anführungsstrichen eine echte Andacht, hast du spontane Idee, worum es gehen könnte? Angedacht war Allerheiligen, die Heiligen. Und da wollte ich ganz gezielt eigentlich heilige Frauen mal vorstellen. Und das kommt sicherlich nochmal, das Thema Frauen und Kirche, das muss ich nochmal bringen. Wie ist es? Wie geht es weiter mit den Online-Andachten? Ist es das Modell der Zukunft? Also Kirche wandert in den digitalen Raum und entfaltet sich da nochmal neu und ganz anders und viel breiter vielleicht, weil im Hintergrund steht ja auf der anderen Seite und ist auch schon drüber geredet worden, die Wahrnehmung, dass natürlich der Kreis der Menschen, die noch zur Kirche gehören, kleiner wird, langsam, aber doch stetig in letzter Zeit. Also die Digitalisierung werden wir nicht zurückdrehen. Ich glaube, es gibt Chancen da in dem Bereich. Die Online-Kurzandachten, wir hängen alle sehr dran. Es ist wirklich unser Baby und wir sind auch sehr stolz, muss ich auch sagen, dass uns das so gelungen ist. Aber es ist leider auch eine Frage des Geldes.
Und da wünschte ich mir, und wir suchen Sponsoren, richtige Sponsoren, die zum Beispiel sagen, wir übernehmen das ganze Jahr. Also so mal richtig fette Zusage. Das wäre toll. Kleine Spenden tun es natürlich auch. Merkt man vielleicht auch ein bisschen, dass wenn die Menschen nicht in der Kirche sind, gibt es auch keinen Klingelbeutel, gibt es auch keine Kollekte am Ende. Die Menschen müssen sich dann, nachdem sie die Online-Andacht gesehen haben, selber entschließen, was zu überweisen. Da gibt es ja in Lorenz jetzt auch eine neue Möglichkeit. Aber mir wäre es halt wichtig auch, dass die Kurzandachten geliked werden, weitergeschickt werden, dass wir einen größeren Verbreitungsbereich haben, dass noch mehr gucken, dass da vielleicht auch jemand ist, der sagt, gut, ich finde das so toll, das unterstütze ich jetzt. Und insgesamt wünschte ich mir, dass wir wesentlich mehr noch in Kontakt treten, dass Sie uns schreiben, dass Sie uns sagen, was wir machen könnten, welche Themen wir übernehmen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, vielleicht auch Fragen aufnehmen. Das fände ich toll. Ja, viel Erfolg und gutes Gelingen weiterhin bei dieser wichtigen Arbeit, bei diesem spannenden Arbeit auch, anregenden Arbeit. Und so gehen wir jetzt gemeinsam ins Gebet. Ja. Ins Gebet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich gehe oben ins Zimmer, dass wir noch miteinander beten können. Jetzt sind wir hier. Jetzt können wir beten. Ich lese ein Gebet von Julia Strecker. Ich glaube nur, was ich sehe, so hören wir uns selber sagen, in dieser Zeit, in der so viele Dinge gesagt werden, deren Versprechen niemals eingelöst werden. Ich glaube an dich, Gott, unsere Freundin, die uns umarmen will und nicht müde wird, uns zu begleiten. Wir glauben an die Kraft, die stärker ist als alles Reden und stärker als das, was Menschenaugen je vernommen haben. Und wir glauben, dass Gemeinschaft und Gerechtigkeit die Erde zum Wanken und schlussendlich ins Lot bringen werden. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun, nehmt den Segen in die Zeit mit, die vor euch liegt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.